Sieben neue Häuser für nicht dich und nicht mich, sondern Leute, die hier neu angekommen sind. Berlin-Pankow macht vor, wie man die Bürger dieses Staates verhöhnt und wie er sich selbst delegitimiert. Ich muss aufpassen, wie ich mich ausdrücke und wie ich formuliere, damit dieses Video nicht zensiert wird am Ende. Es geht hier um ein Neubauprojekt von 61 Wohnungen. Sieben Apartmenthäuser hat man in der Kirchstraße in Berlin-Pankow jetzt bezugsfertig fertiggestellt. Die Hälfte dieser Wohnungen, also 30 der 61 Wohnungen, sind barrierefrei gebaut worden. Es handelt sich um 1 bis 5 Zimmer-Apartments. Die Bewohner, die dort einziehen, zahlen keine Miete. Und wenn sie einen Job haben, dann zahlen sie eine Gebühr für diese Wohnung. Leute, Sie verarschen uns. Erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es ist wirklich phänomenal, dieses Projekt des LAF in Berlin, des Landesamtes für Neuangekommene sozusagen, und dem Bezirksverordnetenversammlung dort und dem Senat, die das Ganze hier möglich gemacht werden. 320 Neuankömmlinge werden jetzt in 7 neu gebauten Apartmenthäusern untergebracht. Nochmal, 30 der 61 Wohnungen sind barrierefrei. Und Leute, ich kann euch gleich, also ich zerlege das jetzt so in Einzelteile, wie sie Wahnsinnige sind und wie man so wenig seines Jobs verstehen kann, damit man das hier macht. Das Land Berlin mietet diese Immobilien jetzt erstmal für 5 Jahre an und lässt sich das Ganze natürlich noch etwas kosten. Jede der Wohnungen bekommt eine Einbauküche im Wert von 4.000 Euro, gesponsert vom Land Berlin, für unsere Neubürger in diesem Land. Dort ist es dann für Platz zum Ankommen, wie sie sagen. Man hat sogar Brutkästen für Mauersegler, also Nistkästen, angebracht an den Gebäuden. Alles schön glatt verputzt, selbstverständlich mit Balkon. Wie könnte das anders da sein? Ich rege mich darüber gar nicht auf, denn das kann man gar nicht erfinden, was sie hier machen. Wir haben Wohnungsnot sondergleichen in Berlin. Und jetzt wäre es nur fair, wirklich nur fair, wenn Sie hingehen und diesen neu gebauten Wohnraum, den Sie hier anmieten, nach Bedürftigkeitskriterien vergeben. Das heißt, die barrierefreien Wohnungen müssten auch vorrangig an Leute, die barrierefreie Wohnungen benötigen, denn davon gibt es wirklich viel zu wenige. Die anderen verbleibenden Wohnungen sollten vorrangig an Familien mit Kindern gehen und an Senioren. In 7 Apartmenthäusern mit 61 Wohnungen könnte man in jedem Haus eine neu angekommene Familie mit dazu unterbringen. Aber sie bilden hier Ghettos, ja? Jetzt sind das 7 ganze Häuser, in denen dann multilingual, wie das dann heißt, kommuniziert wird. Ich weiß dann auch, wie die Aushänge im Treppenhaus aussehen und vor allem, wie dann der Zustand dieser Immobilien dramatisch abnimmt. Es ist auch vor allem ein Schlag ins Gesicht von jedem, ja, der versucht, Eigentum zu erwerben, zu bauen und weiß, dass das fast unmöglich zu bezahlen ist, schon gar nicht in Berlin-Pankow inzwischen. Und dann gibt es hier 7 Apartmenthäuser mit 61 neuen 1 bis 5 Zimmerwohnungen, nochmal die Hälfte davon barrierefrei gebaut. Und wer zieht dort ein? Leute, deren Vornamen ich kaum aussprechen kann und die in diesem Land für die Gesellschaft noch nichts beigetragen haben, aber von der Gesellschaft die maximale Förderung bekommen. Ich finde, das ist sozial weder gerecht noch irgendwie zu rechtfertigen. In diese Wohnungen gehören Leute, die schon lange hier sind, die Teil und Stütze der Gesellschaft sind. Dort gehören genauso die Schwachen rein, wie auch etwas, die etwas leisten können, damit wir keine Ghettoisierung der Wohngebäude bekommen. Aber das machen sie in Berlin ja vornehmlich. Sie bauen hier ganze riesige Blocks, die dann alle nur mit Wohnberechtigungsschein bezogen werden, und nebendran stellen sie dann 3 normale Wohnblocks, wo du und ich einziehen können. Anstatt, dass man das vermischt, ja? Es ist nicht so schlimm, wie sozial ausgegrenzt zu werden wegen der eigenen Wohnsituation. Aber sie fördern noch hier diese Ghettoisierung. Dabei weiß man ganz genau, dass das der Anfang der Parallelgesellschaft ist und die Leute so nicht wirklich so hier ankommen, wie man sich das von denen wünscht. Und wie hier gesagt wird, sie werden untergebracht vom Landesamt in Berlin.
Das Landesamt bezahlt die Miete für das gesamte Objekt. Und wenn dann dort jemand hinkommt, der dann arbeitet, da bin ich ja erstmal vom Glauben abgefallen, ihr bringt die Leute dort unter. Ohne Arbeit. Da habe ich erstmal geguckt und gesagt, okay, das ist ja wirklich selten dämlich. Ich dachte ja erst, dort werden dann die untergebracht, wirklich Familien, wo dann auch Leute schon, wie sie sagten, keine Kurse mehr besuchen müssen, weil sie fertig sind und dann schon am Arbeitsmarkt teilnehmen. Also, dass man quasi aus einer Sammelunterkunft herauskommt, wenn man einen Vollzeitjob aufnimmt, damit man dann auch nach seiner Arbeit in seinem geregelten Bereich zur Ruhe kommt, so wie das jeder in diesem Land irgendwie müsste. Aber nein, sie geben die Wohnungen denen, die sowieso den ganzen Tag zu Hause sind. Nein, nein, Leute. Aber Berlin-Pankow, das ist einfach links, rechts, immer wieder in deine und in meine, ihr wisst, was ich meine, hinein. Und so viel kann ich gar nicht essen, wie ich dann, ihr wisst, was ich meine. Also, aber das machen sie. Und das ist nur eines von vielen Projekten, das jetzt fertiggestellt wird. Und da muss man mal sagen, sie haben jetzt wie viele Jahre gebaut für diese 320 Personen, die sie unterbringen können, diese Neuankömmlinge. Die kommen ja teilweise in Berlin an einem Tag. Ja? Und du und ich, wir gehen völlig leer aus, wir bleiben völlig auf der Strecke. Und das ist das, was sie nicht kapieren, dass das, was sie tun, also ja, man muss dann Wohnraum zur Verfügung stellen, wenn man mehr Leute holt. Ja? Das ist mathematisch bedingt. Aber dann stellt man doch den neuen Wohnraum, der von Steuern gezahlt wird, den Leuten der Gesellschaft zur Verfügung, die schon jahrelang drauf warten. Und das, was dann frei wird auf dem Wohnungsmarkt, abgenutzte, unsanierte Wohnungen, ja, die kann man ja dann sowieso als Durchgangsunterkünfte benutzen. Da ist das nicht ganz so schlimm, wenn die Abnutzung da nochmal weiter voranschreitet. Ich hoffe, ich habe mich jetzt vornehm genug ausgedrückt, auch dass hier mal wieder Werbeeinnahmen, ein paar Euros in diesen Kanal hineinspülen. Ihr wisst, ich habe Spaß daran, was ich hier mache. Deswegen mache ich so oft auch diese Videos, die eigentlich mich verhindern auf YouTube. Denn wenn YouTube die Wahl hat zwischen einem Video mit Monetarisierung und einem ohne, nimmt YouTube natürlich das mit Monetarisierung, denn die Kosten, die YouTube dann pro Video entstehen, sind die gleichen. Beim einen verdienen sie was, beim anderen nicht. Deswegen finde ich es schade, dass manchmal hier aus völlig willkürlichen Gründen dann einfach Dinge herausgeschnitten, gesperrt werden müssen und so weiter. Ich versuche mein Bestes. Ich habe inzwischen auch, es wird immer besser. Mit jedem Video, was herausfällt, gibt es für mich die Möglichkeit, mit einem neuen Schnitt es zu versuchen. Und manchmal findet man genau die eine Stelle, die relevant ist, aber öfters mal gelingt es nicht. Ist schade, aber ist halt so. Ich mache trotzdem weiter. Abonniere den Kanal, abonniere mich bei X oder bei Telegram. Du kannst auch Mitglied dieses Kanals werden. Damit unterstützt du mich unabhängig davon, ob Werbung kommt oder nicht. Ansonsten empfehle diesen Kanal weiter. Wir sind auf dem besten Wege zu den 100.000 und das werden wir im Sommerloch noch schaffen. Ich bin mal gespannt, wie viele Abonnenten wir haben, wenn die Ampel zu Ende geht. Wir wissen nicht, wann das ist, deswegen ist jede Schätzung jetzt willkürlich, aber 200.000, 250.000 könnten es schon sein. Ich denke mal, wenn wir regulär zu Ende gehen, haben wir noch über ein Jahr Zeit. Schaffen wir. Damit ciao, bis bald.